meine Lieben, heute möchte ich euch zwei Bücher vorstellen oder eher Heftchen. Und zwar sind das Stickerhefte zu den in diesem Jahr veröffentlichten Filmen, einmal die Minions und einmal Inside Out oder auch Alles steht Kopf. Sind richtig bekannt geworden, die sind richtig beliebt und ich weiß, es gibt da unglaublich viele Merchandising-Artikel von, aber es gibt halt auch diese Sticker-Bücher und die sind wiederum für unsere Planersachen richtig klasse und jeder, der diese Filme gesehen hat und sie mag, kann die super gut in die eigenen Planer integrieren. Ja, warum das Ganze, wo es so viele Sticker gibt? Zum einen, die sind sehr günstig zu bekommen. Zum anderen, man kann natürlich was Aktuelles in seinen Planer mit einbringen. Und das Einzige, was man noch braucht, ist etwas, was ein wenig passt, wie die Headings oder vielleicht Mahlzeitenplaner, was einfach farbig noch so ein bisschen passt. Hier ist es einfach, blau und gelb. Hier ist es auch blau, gelb, lila. Also hier ist es richtig bunt. Da könnt ihr richtig viel machen. Ich will nur mal einmal kurz mit euch in die Bücher reingucken. Also Inside Out habe ich letzte Woche gesehen und es ist ein richtig schöner Film. Nicht nur ein Kinderfilm, sondern auch einer, der Erwachsene bewegt und der hat richtig Spaß gemacht. Jedenfalls habt ihr hier in dem Stickerbuch ganz verschiedene Sticker drin. Einmal wirklich aus dem Film rausgenommene Sticker, kann man wunderbar integrieren. Aber auch welche wie hier die Pizza oder sowas, die einfach so weiße Ränder haben und wirklich schön einfach in den Planer reinpassen. Dazu kommen natürlich die Figuren, die noch da drin sind und auch wieder ganz verschieden angezeigt werden. Also richtig klasse. Wenn ich mal hier durchblätter, hier seht ihr dann ja die Charaktere aus dem Film. Damit könnt ihr natürlich immer erst etwas anfangen, wenn ihr den Film auch schon gesehen habt. Ich habe das Buch schon ein paar Wochen, aber bisher hatte das für mich nicht so den Bezug. Deswegen habe ich das ein bisschen zurückgestellt und noch gar nicht in meinen Planer integriert. Also wenn ihr diesen Film oder irgendeinen anderen gesehen habt, dann macht es natürlich erst Sinn, das Ganze in euren Planer zu integrieren. Ihr seht hier ganz unterschiedliche Arten von Sticker, die da drin sind und auch richtig viele. Da sind über 60 Sticker drin, die ihr nehmen könnt für euren Planer. Hier sind was für Kinder. Gut, das brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Aber hauptsächlich geht es ja hier um diese Sticker. Und wie gesagt, diese Bücherhefte sind für ein paar Euro zu bekommen. Und die könnt ihr dann richtig schön für eure Planeraktivitäten nutzen. Ich will auch noch mal hier kurz auf die Minion-Sticker eingehen. Die habe ich auch schon genommen in meinen Wochen. Da seht ihr schon, ich habe hier schon ein paar rausgenommen. Ich werde die garantiert auch noch mal nehmen. Also da macht es für mich jetzt keinen... Ich habe den Film gesehen, ich fand ihn klasse und deswegen habe ich auch kein Problem damit, das immer mal wieder in so eine Woche zu integrieren. Immer ein bisschen einfach zu Deko. Manche Sticker sind sehr groß. Die würden dann vielleicht so einen Eyecatcher am Rand abgeben oder man kann sie vielleicht so halb reinmachen und gar nicht so komplett auf. Hier zum Beispiel könnte man einfach abschneiden und nur den Teil von dem Minion reinmachen. Aber das ist natürlich euch überlassen, wie ihr das am liebsten mögt und wie viel Platz ihr auch in eurem Buch dafür opfern wollt. Aber im Großen und Ganzen passen diese Sticker prima in die Bücher rein und man könnte damit ganz unterschiedliche Sachen machen. Auch hier wieder alles aus dem Film. Ich blätter nochmal zurück. Diese Sticker hier sind einfach die Minions, wie sie sich im Film verhalten haben. Dann ein paar Sachen, die gar nicht zu sehen waren. Dann einzelne Sachen. Also einfach so ganz viele, oder hier ganz typisch für die Minions ist die Banane. Einfach ganz viele Sachen, die halt auch erst Sinn ergeben. Natürlich, wenn ihr den Film gesehen habt. Aber die so einfach Freude bereiten und euren Planer definitiv aufwerten. Ja,
Hier, wie ihr immer seht, das ist ja für Kinder gemacht, deswegen ist auch immer noch irgendwie was zum Spielen dabei. Aber im Großen und Ganzen sind genau das die Bücher, die euch helfen, euren Planer kostengünstig zu dekorieren. Wie gesagt, ihr braucht dann vielleicht noch ein paar allgemeine Sticker, wie die Mahlzeitenplaner oder die Headings oder ja, all solche kleinen Sachen. Aber die kriegt man ja überall. Und ich habe unten jetzt auch nochmal was verlinkt, wo ihr das bei uns im Shop findet, was dazu schön passt. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Stickerbücher machen richtig viel Spaß. Ich zeige euch nochmal ganz kurz meine Woche mit den Minions. Ich lege die nochmal ganz kurz rein. Hier. Ja. Man entwickelt sich ja weiter. Heute würde ich es wieder anders machen. Aber in der Zeit habe ich halt alles ganz doll zugeklebt. Aber ihr seht, ich habe die Minions einfach mal integriert. Und ich mag es. Es sieht richtig hübsch aus. Und ja, so könnt ihr das natürlich auch machen. Ihr könnt das zu nahezu jedem Film machen oder zu jedem, ja, alles, was ihr mögt, was euch interessiert. Ne? Fast überall gibt es Sticker für und die könnt ihr natürlich vor euren Planer nehmen. Ja, ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kleben mit den bekannten Filmcharakteren.